Hey Lieben, ich habe wieder ein neues Video für euch und zwar ein neues Food Diary. Das ist nur so kurz das Intro mit so einem kleinen Disclaimer, weil ich schon vorwarnen möchte, dass das Essen nicht immer so gut aussieht. Also ich habe es halt wirklich so in Real Life sozusagen aufgenommen, morgens, mittags bei der Arbeit, abends, auch wenn das Licht mal nicht so gut war. Also ich habe mich da echt angestrengt, dass das einigermaßen gut aussieht. Und was ich euch auch sagen möchte, ist, dass ich halt mich versuche, so allgemein gesund zu ernähren, nicht so viele Süßigkeiten zu essen und ja, halt auch nicht so jetzt mega fettige Sachen zu essen, wie alles mit Käse überbackene und sonst was. Aber dass ich zwischendurch dann auch mal irgendwie was Ungesundes esse oder mal zu Subway fahre, mal ein Eis esse, mal einen Döner esse. Obwohl mir von Döner irgendwie immer schlecht wird, ich weiß nicht warum. Egal, auf jeden Fall esse ich zwischendurch dann auch mal ungesund oder vielleicht mal ein bisschen zu viel oder sonst was, ne? Aber das ist ja gar nicht schlimm, das gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu, mal das zu genießen sozusagen und nicht immer nur Salat oder Magerquark oder sonst was zu essen. Und ja, das möchte ich euch also auch unbedingt ans Herz legen, dass ihr das nicht vergesst, wirklich das Essen zu genießen und auch dann wirklich auch mal das zu essen, was ihr wirklich essen wollt. Trotzdem, wenn ihr ein Ziel erreichen wollt, also wenn ihr irgendwie abnehmen wollt oder definierter werden wollt, dann ist es natürlich auch klar, dass ihr auf manche Sachen verzichten müsst und das wirklich im Rahmen sein muss. Aber ich glaube, das wisst ihr auch schon. Und wenn ihr noch mehr irgendwie Inspiration wollt für Essen, könnt ihr auch gerne meine letzten Food Diaries angucken oder auch meine Vlogs. Da zeige ich auch immer wieder Essen oder auch wie ich koche oder wie ich das dann auch wirklich zubereite. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Essen. Denkt dran, es sieht nun mal so aus. Das tut mir sehr leid, aber ich habe es wirklich so appetitlich wie möglich versucht aufzunehmen. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt mal an. Viel Spaß! So, als erstes habe ich hier mein Frühstück Nummer 1. Das ist Müsli, einfach so Haferflocken, so ein Früchtemüsli mit Rosinen, Himbeeren und dazu dann Joghurt und Apfel und etwas Ananas. Da mische ich das also echt immer bunt durch. Zum Mittag habe ich dann einen Salat gegessen. Das waren so Romana-Herzen mit Gurke, Paprika, Tomaten, Feta und solchen Linsen und dann auch als Eiweißquelle Thunfisch. Ich mag den mega gerne und für Diäten ist der wirklich super gut geeignet. So, ich esse jetzt Abendbrot und das sieht so aus. Da kommt gleich noch ein bisschen was drauf, dass es unschön und hässlich aussieht. Ich habe bloß gerade ein Instagram-Foto gemacht. Und zwar ist das Oatmeal, also normale Haferflocken mit Chiasamen mache ich da immer rein. Mit so einer Proteincreme von Iron Max, dann noch Iron Max Protein-Müsli und Iron Max Protein Pudding. Es ist also auch ein Foto für Iron Max geworden. Aber diesen Protein-Pudding finde ich halt mega cool. Das ist so ein Casein-Pudding. Und Casein ist ja das langkettigere Protein, deswegen wird das eh immer dickflüssiger. Und da haben die eben ein Vanille-Pudding von sozusagen. Und ja, ist auf jeden Fall richtig cool und so als süße Mahlzeit. Ja, von den Nährwerten her bessere Alternative zu normalen Pudding ist es auf jeden Fall was. Und jetzt kommen da noch ein paar andere Sachen zu. So sieht das Ganze übrigens jetzt nach meiner Veranstaltungsaktion aus. Hier habe ich noch Alpro-Joghurt zugekippt. Es sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus, finde ich. Aber vorher sah es natürlich besser aus, ne? Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall essen und dann fahre ich gleich noch trainieren. Hier ist mein Frühstück Nummer 2. Das sieht ein bisschen trostlos aus. Und zwar habe ich da Porridge aus Chiasamen, Haferflocken und Proteinpulver. Das ist links. Das sieht so ein bisschen grau aus. Dazu habe ich dann einen Apfel gegessen und so Protein-Müsli-Topping. Und das schreibe ich auch nochmal alles in die Infobox, wenn ich irgendwelche Produkte benutzt habe oder Rezepte, dass ihr das auch nachvollziehen könnt. Zum Mittag habe ich dann irgendwie sowas ähnliches gegessen und zwar habe ich Alpro Mandeljoghurt gegessen mit griechischem Joghurt, so ein Müsli von My Müsli und dann noch so Zimtsoße und frische Himbeeren. Das war mega lecker, auch wenn das so einfach ist und eher so ein Frühstück, aber ich esse sowas auch total gerne mittags oder abends. Ich habe mir gerade was gekocht und zwar ist das mein Abendbrot jetzt nach dem Beintraining. Das sind solche Dinkel-Vollkorn-Spirelli, die sind von Rossmann, die habe ich euch in meinem letzten Vlog auch gezeigt. Eine ganze Avocado, diese Hass-Avocado, die sind immer so schwarz und dann noch ein bisschen Hähnchenfleisch und da habe ich einfach Pfeffer und Salz reingetan und das alles zusammen schmeckt einfach mega, mega lecker. Und ja, das ist mein Abendbrot. Hier ist mein Frühstück Nummer 3. Das sieht auch wieder ein bisschen, ja, nicht so lecker aus. Das ist einfach Magerquark, wieder mit dem Proteinmüsli, gefrorenen Himbeeren. Ich finde das so lecker, wenn die noch ein bisschen gefroren sind. Und ganz viel Zimt dazu. Mittags habe ich dann wieder einen Salat gegessen. Und zwar Feldsalat, Paprika, Tomaten, Gurke
und wieder Thunfisch. Und da habe ich noch French Dressing von Iron Max drauf gemacht. Und das war die letzte Portion, deswegen ist die Flasche jetzt leer gewesen. Abends habe ich dann mal solche Proteinnudeln ausprobiert. Ich muss sagen, dass sie gut schmecken, aber normale Nudeln mag ich trotzdem lieber. Da habe ich mir so eine Tomatensauce gemacht und dann noch Guacamole aus Avocado, Pfeffer und Salz. Morgens habe ich dann ein bisschen weniger gegessen, weil ich nicht so Hunger hatte. Und zwar Porridge mit Mango und wieder so ein Topping aus dem Proteinmüsli, Acai-Würfeln und Rosinen. Dafür habe ich dann mittags wieder Hunger gehabt und etwas mehr gegessen. Und zwar habe ich da einmal Gnocchi mit so einer Hackfleisch-Gemüsepfanne und wieder Guacamole gegessen. Schmeckt mega lecker. Abends habe ich dann auswärts gegessen. Das war so ein Salat, so ein gemischter Salat mit Brot dabei und so Hähnchen. Mein nächstes Frühstück war dann ein Mug-Cake und ich liebe Mug-Cakes. Ich könnte die wirklich jeden Tag essen. Und dazu habe ich schon ein separates Rezeptvideo mal hochgeladen. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das schmeckt mega lecker und man kann da auch super viel Variation reinbringen mit den Früchten und den Toppings, die man da wählt. Mittags habe ich dann wieder einen Salat gegessen. Also ihr merkt, glaube ich, dass ich super viel Salat esse momentan. Und da habe ich so ein French Dressing von Weight Watchers genommen und das schmeckt auch richtig lecker. Hätte ich gar nicht erwartet. Und abends habe ich mir dann so einen Burger selbst gemacht. Da gibt es so ein Vollkorn-Burgerbrot von Penny. Das schmeckt echt gut. Dann habe ich einfach Guacamole, Hähnchen, Tomaten, Light-Mozzarella und Salat und so ein Light-Ketchup noch drauf gemacht. Und dazu habe ich dann oben rechts, seht ihr das ein bisschen, noch so einen gemischten Salat mit Kidneybohnen, Salatmais und so weiter dazu gegessen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Inspirationen geben, was ihr alles in euren Salat packen könnt. Nein, oder halt allgemein so ein paar gesündere Sachen. Ich versuche jetzt auch mal so ein paar mehr Rezepte zu machen, also wo ich wirklich was koche, was so ein bisschen aufwendiger ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt den doch einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und schreibt mal euer lieblingsgesundes Gericht in die Kommentare und welche Videos euch zu den Themen Fitness und Food noch interessieren würden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!